So, ihr Lieben, weiter geht's mit unserem Haus. Ich habe hier schon mal ein bisschen angefangen, wollte euch aber noch zeigen, wie ich das gemacht habe. Denn wir haben hier mit den Spitzen fast das gleiche Problem wie mit unserer Teekanne bei dem einen Projekt, das ich mit den Craft the Clock Papieren gemacht habe. Ich habe hier jetzt noch eine Seite, weil ich euch das zeigen wollte. Und zwar, ihr nehmt euch das Papier, mit dem ihr die Seite verkleiden wollt. Und dann legt ihr das so drauf. Genauso habe ich es nämlich auch mit der Graupappe gemacht. Gucken, wenn ihr so einen Zipfel haben solltet, dass der auch mit drauf ist. Und dann bin ich hier einfach den scheiß Bleistift, den habe ich vorhin gespitzt. Ich glaube, der ist mir mal runtergefallen oder ich habe keine Ahnung, warum der immer wieder abbricht. So, jetzt habe ich es natürlich verschoben. Also der Zipfel hier muss drauf sein, logischerweise. Und dann fahrt ihr einfach um euer Teil außenrum. Und hier könnt ihr jetzt nicht runterfahren, weil da ist es ja schon geklebt. Also habe ich ja hier mir das angezeichnet und dann rutsche ich ein bisschen hoch und zeichne mir das hier auch wieder an unten und dann verbinde ich das einfach mit dem Lineal so. Und dann schneide ich es aus. Ihr seht schon, dass dieses Jahr mein Halloween-Album wirklich ein Happy Halloween-Album wird. Also fröhlich und etwas bunter und etwas weniger gruselig als sonst. Aber ich plane nochmal ein anderes. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, weil ich habe noch zwei Aufträge hier, die ich machen muss, aber ich habe ja noch die Papiere vom Nachteulchen und die sind ein bisschen gruseliger. Vielleicht werde ich es doch schaffen, dass ich noch mal eins mache. So, und das habt ihr jetzt hier passend. Und das klebt ihr jetzt einfach hier rein. Und so habe ich es mit den anderen auch gemacht, innen und außen. Und habe hier ausnahmsweise, weil das so ein bisschen schmuddelig war, hier das weiße Nassklebeband, mir hier für die Bindung auch nochmal was geklebt. Das mache ich ja normalerweise nicht. Und außen habe ich es so gemacht. Und zwar hatte ich aus einem Papierset hier noch so Mauerstücke übrig, die also so aussehen wie Putz mit Mauersteinen dazwischen. Und die habe ich mir hier so schmale Streifen gemacht und habe mir die hier über die Bindung gemacht, damit die nicht einfach nur weiß ist. Und habe hier auch so kleine ausgerissene Stücke. Also einfach, wenn ihr dann so ein Ding habt und ihr wollt es nicht so gleichmäßig haben, so ausgerissene Stücke ein bisschen mit schwarzer Stempelfarbe distressed und dann hier so hingeklebt. Das sollen so diese Mauerstücke von der Hauswand sein, wenn ihr so wollt, und hinten auch. Und was ich mir jetzt überlegt habe für das Cover, ich habe ja mir das zurechtgeschnitten und hatte da dann noch solche Dreiecke übrig. Also ein größeres aus der Graupappe und ein kleineres. Und habe mir überlegt, ich mache das hier so drauf. Und dann wollte ich das erst so, ich habe das also mit diesem Papier überzogen. Das erinnert mich so ein bisschen an ein Dach, dieses Rostrot. Dann habe ich aber überlegt, ich habe von der Basteltrine Sabrina, liebe Grüße an dieser Stelle an dich, so wunderschöne Spinnennetzausstanzungen gekriegt und zwar so eine ganz große. Und dann hat sie mir da auch zwei
Also da waren auch noch andere dabei. Und hier diese schönen toten Köpfe. Und die möchte ich eventuell auch noch einarbeiten, das weiß ich aber noch nicht. Also dieses große Spinnennetz, das war so aus Papier. Das habe ich embossed mit schwarzem Embossingpulver. Ihr seht, es glänzt. Also das war eine ganz normale Papierausstanzung. Und durch dieses Embossen wird es auch noch stabiler. Und es glänzt und es ist schwarz. Also ein weißes Spinnennetz wollte ich jetzt nicht hier auf dem Dach haben. Und habe es hier so hingelegt, habe gedacht, es passt gut. So ein großes Spinnennetz auf dem Dach. Und dann hatte ich von ihr Bilderrahmen. Das könnt ihr jetzt nicht mehr sehen. Und zwar, Fensterrahmen. Und zwar waren die, also die hatten diese Form mit diesem Bogen oben. Aber der war mir ein bisschen zu lieblich, sage ich jetzt mal, für mein Halloween-Haus. Also habe ich den Bogen einfach abgeschnitten, um zwei viereckige Stücke zu kriegen. Und die habe ich hinterlegt mit gelbem Transparentpapier. Und habe noch zusätzlich Skelette hinten dran geklebt, die übrig waren oder die drauf waren hier auf dem Papierbogen, den ich da benutzt habe für die Innenseite. Also einfach zwei Skelette, ein größeres. Ihr seht es hier, glaube ich, trotzdem das Fensterkreuz davor ist. Also da hinten steht einer und den sieht man ein bisschen besser. Der Kopf war ein bisschen kleiner und habe da einfach ein bisschen mit Rusty gearbeitet. Oder besser gesagt hier mit dieser Rostfarbe, die ich von der Tanja gekriegt habe. Das ist ja ein ganzer Eimer voll. Habe die Fensterrahmen so ein bisschen rostig gemacht. Und habe hier noch so ein Stückchen Zaun von dem Chipboard, das ich hatte für mein Miniaturcafé. Den habe ich auch ein bisschen rostig gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, ich lege das hier so hin. Nur damit ihr euch nachher nicht wundert, weil ich kann nicht alles immer vor der Kamera zeigen. Es ist entweder sind irgendwelche Geräusche oder ich habe dann Angst, die Videos werden für euch zu lang. Oder vielleicht die Kamera ist voll oder irgendwas. Also ihr seht, was ich geplant habe. Da sollen die Fenster hin. Das große Spinnennetz soll aufs Dach. Dann habe ich hier so Plastikspinnen. Da möchte ich mir eine draufsetzen. Vielleicht die andere noch hier in die Ecke. Der Zaun soll dahin. Und dann habe ich überlegt, wie dekoriere ich meine Ecke. Und da nehme ich mir einfach, weil das eben auch von dem gleichen Versandhaus war und weil ich es einfach passend finde. Ich habe gedacht, ich dekoriere damit Kürbissen. Aber die Katze hat hier schon einen Kürbis und die guckt auch entsprechend stinkig. Und dann habe ich diesen Spagat zwischen, es ist zu lieblich oder zu gruselig. Schon auch durch das, dass eben die Seiten, die Papiere irgendwie ein bisschen lieblicher sind. Die Katze möchte ich hier vorne hinsetzen. Die sitzt also hier da vor dem Zaun und hier hinten die Fenster. Und das werde ich mir jetzt alles kleben. Und was wir dann noch zusammen machen werden, ist die Seiten einkleben. Für alle, die es noch nicht wissen, wie es geht. Bei jedem Mini-Album fast wieder, außer wenn es ein Update ist. Aber das mache ich jetzt nochmal mit euch. Also so wird mein Cover sein. Und ich finde, ich habe es diesmal, ist es wirklich Happy Halloween. Also ein glückliches und kein gruseliges Halloween. Und das befestige ich jetzt mal alles und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe mir überlegt, ich zeige euch das nochmal mit dem Klebeband. Für alle, die nicht sämtliche Videos durchgucken wollen. Also ihr habt hier eure 1 cm Lasche. Und ich nehme, also die ist genau, es ist kein Zentimeter, es ist diese ein Drittel, also die drei Streifen auf dem Innensport sind genau 0,8 mm. Aber das ist nur am Rande bemerkt. Und dafür nehme ich immer das 6 mm Sticky Tape, weil es besser ist, wenn ihr oben und unten noch ein bisschen Platz habt, wie wenn da was raussteht, weil das klebt dann an Stellen, an denen ihr es gar nicht haben wollt. Auf dieser 0,8 mm bzw. einen knappen Zentimeter Lasche, ich überlege mir, in welcher Reihenfolge möchte ich meine Seiten einkleben. Die lege ich mir dann schon so hin
und mache mir dann hier, da seht ihr es besser, den Streifen drauf. Und das mache ich bei allen. Wenn ihr den Streifen an der falschen Seite drauf klebt, ist es auch kein Malheur. Also ich möchte jetzt hier den Streifen haben. Ich zeige es euch mal an dem weißen. Ich möchte jetzt hier den Streifen haben und habe ihn aus Versehen hier drauf geklebt. Dann mache ich die Seite einfach so rein. Dann habe ich halt dieses Stück, was bei mir normalerweise auf der linken Seite wäre, also dieser Abstand dann zwischen den einzelnen Seiten, den habe ich halt dann auf der rechten Seite und dann mache ich da einfach weiter. Also auch das wäre kein Problem. Falls euch das passiert, macht euch keinen Stress, dann dreht ihr das Ding einfach um und macht es in die andere Richtung. Das geht auch. Ist also bei dieser Bindung kein Problem. Wenn ich das drauf gemacht habe, rubbel ich das ein bisschen fest. Und jetzt habe ich sie in der Reihenfolge, die ich haben möchte. Und jetzt zeige ich euch mein Cover. Ich finde es ziemlich gelungen, muss ich sagen. Also ich habe so irgendwie diesen Spagat, glaube ich, geschafft. Zwischen zu niedlich, nicht zu niedlich und nicht zu gruselig. Also das habe ich jetzt alles aufgeklebt und habe hier noch so ein Happy Halloween Schild gefunden von La Blanche in meiner Restekiste. Hier habe ich jetzt gar nichts gemacht, das überlege ich mir noch, ob ich da vielleicht auch noch irgendwelche Ausstandsteile oder nur eine Schrift drauf mache oder vielleicht nochmal komplett was drüber mache. Im Moment lasse ich es jetzt mal so. Und hier hinten habe ich auch nochmal ein Stück Chipboard, das ich übrig hatte, draufgeklebt. Hier nochmal eine Spinne mit einem Spinnennetz. Hier auch noch so ein paar Reste von meiner Mauer. Diese Ausstanzung hatte ich mal von der Kerstin. Die habe ich auch noch gefunden bei meinem Halloween-Papier. Die Kürbisse habe ich einfach ausgestanzt aus dem Sizzix-Teil und die Fledermäuse auch. Und habe sie nicht ganz schwarz gemacht, weil das auf dem schwarzen Hintergrund sonst überhaupt nicht sichtbar gewesen wäre, sondern habe einfach so einen braunen Ton genommen. Und das ist meine Rückseite. Und von innen ist es so, da ist jetzt noch nichts, was ich bearbeitet habe, weil ich es erst vorne drauf machen wollte. Das war auch das Chipboard von der Heike. Ich habe also eine Flex-Schablone mit so einem Mauermuster, die habe ich draufgelegt. Und habe mit dem dunkelroten Distress Ink das gestupft. Das kommt mir aber ein bisschen wie rosa. Also das ist eigentlich... Das ist eigentlich dieses hier. Dieses Aged Mahagoni. Aber irgendwie wirkt es so ein bisschen wie Rosé. Und das war mir jetzt nicht Halloween-mäßig genug. Hinten habe ich Transparentpapier draufgeklebt, gelbes. Und damit es beleuchtet aussieht, aber das habe ich jetzt nicht verwendet, mache ich vielleicht hier innen rein. Ich wollte es eigentlich hier außen aufs Cover machen, so. Und dann habe ich gedacht, ein Haus auf einem Haus, aber okay, vielleicht mache ich es hier irgendwo rein und klebe es nicht ganz fest, dass man da auch noch was reinstecken kann. Aber jetzt machen wir erstmal zusammen die Seiten und im Großen und Ganzen war es das dann schon. Also ich lege jetzt mir hier mein Cover so hin und nehme mir die Seite, die ich als erste Seite haben möchte und mache mir mein Sticky ab, was wahrscheinlich wieder, wie immer, das Komplizierteste sein wird. So, und dann lege ich mir vor der Falz, hier ist die Falz, vor der Falz lege ich mir meine Bindelasche hin, gucke, dass oben und unten der Abstand gleich ist ungefähr, lege das einfach drauf, drücke es an, gucke, ob es passt und dann rubbel ich es fest mit meinem Falzbein. Dann klappe ich es um. Und dann orientiere ich mich einfach an der ersten Seite, die da ist und mache die anderen immer weiter bis nach hinten.
So, hier auch gucken, dass oben und unten gleich ist. Anrubbeln. Umschlagen. Ich zeige euch dann gleich nochmal alle Seiten. Ein bisschen was habe ich noch verändert. Aber jetzt nicht wirklich was Tiefgreifendes. So ein bisschen rumspielen könnt ihr dann hinterher ja immer noch mit der Deko. Umschlagen fertig. Das ist ja dann nicht mehr abhängig davon, was ihr schon habt. Da könnt ihr ja immer noch ein bisschen was ergänzen. So, und dann haben wir hier hinten noch Platz für die eine Seite. Und dann ist die bündig mit dem Rücken. Und wenn ich da jetzt auch noch mal einen Zentimeter gewollt hätte, dann hätte ich den Buchrücken einen Zentimeter breiter machen müssen. Wenn ich den jetzt hier reinklebe, da fallen meine Säge raus. Meine Säge fallen raus. So. Jetzt ist es hier hinten bündig. Ich stelle es mal hin, damit ihr seht, was ich meine. Es ist hin, die letzte Seite ist hinten bündig hier. Wenn ich diesen Abstand, den ich hier dazwischen gehabt habe, überall, hier hinten auch nochmal hätte haben wollen, bevor das Cover kommt, hätte ich den Rücken 1 Zentimeter breiter machen müssen. Dann käme hier, wo jetzt die letzte Seite liegt, nochmal ein leerer Zentimeter, so wie hier vorne bei der ersten Seite. Diesen Abstand hättet ihr dann hinten auch. Das wollte ich aber in dem Fall nicht haben. Das wäre mir für das bisschen Papier, sage ich jetzt mal, einfach irgendwie zu wuchtig geworden, den Rücken 6 cm zu machen. Hier waren meine Säge drin. So, jetzt zeige ich es euch nochmal ganz. Und zwar haben wir hier einmal das Cover. Dann schlagen wir hier auf. Da werde ich noch was dekorieren. Dann habe ich hier Text drin in der Tasche. Ich kann hier prima blättern. Es ist alles easy peasy. Hier habe ich dieses kleine Booklet drin, dass man hier an dem Geist rausziehen kann. Hier hält das Spinnennetz die Klappe. Da habe ich noch mal ein kleines Spinnennetz mit einer Spinne. Dann klappt man die beiden hier so nach außen. Da ist bloß der Hut drin. Also die Möglichkeit für Fotos habt ihr trotzdem noch, wenn ihr wollt. Wenn man das hier aufklappt, sind hier die Hexen. Und hier habe ich auch eine Ecke mit schwarzem Papier geklebt. Die seht ihr hier unten noch. Und habe ein bisschen mit Bordürenstanze gearbeitet und habe hier die Hexe von diesen 3D-Hexen aus meinem Ideen mit Herz Hall da drauf geklebt, weil eben auf dem Papier jetzt auch überall Hexen waren. Hier ein Tag drin. Das klappt mal so wieder um. Dann habe ich hier das, was ich euch gezeigt habe, die Reste von dem Ausgestanzten mit der Acetatfolie und den Text hinten dran. Hier unten der Hut. Hier habe ich das von den Crealize. Das fällt jetzt nicht mehr so auf, weil da die Kürbisse draufkleben und der Hintergrund auch gemustert ist. Da habe ich dieses Restepapier mit Spinnen. Dann hier dieses Tag mit den Bändern. Und hier sind nochmal so zwei kleine. Dann habe ich hier eins gemacht, mit einer 31 und zwei Kürbissen und ein bisschen mit dem Perlenpen gearbeitet. Hier ist so ein Tag mit einem Spinnennetz und einer Spinne. Hier habe ich eine kleine Fledermaus reingemacht. Und hier habe ich nochmal eine Ausstanzung, die habe ich gefunden. Noch, die war auch von der Kerstin. Hier diese schöne alte Villa und der Friedhof. Und diese krackeligen Bäume, die habe ich nur unten angeklebt und habe oben aufgelassen, dass man dann Tag reinschieben kann. Dann habe ich hier ja diese Klappe gehabt und die war noch offen. Hier innen habe ich nur eine Fledermaus geklebt. Hier ein Täschchen, da habe ich so ein kleines Booklet rein, da ist die Hausstanze drin, also dieses gestreifte Haus. Und hier das Buh und die Kürbisse. Das habe ich hier reingesteckt und damit es hier nicht so aufklappt, habe ich da unten drunter einen Magnet gemacht und hier auch einen Magnet an meinen Sarg und dann hält es mir hier die Klappe fest. Hier hinten ist das Bellyband mit den ganzen Paperclips und da sind noch zwei übrig gewesen, die habe ich einfach da drunter geschoben.
Das habe ich euch gezeigt hier zum Öffnen mit einem Wasserfall quasi, der sich zur Seite blättern lässt, statt von oben nach unten. Das hängt hier in so einem Spinnennetz einfach das Band. Hier, das habe ich euch auch gezeigt, das Haus mit der Fledermaus, der Tag und da hinten guckt der Geist raus. Hier ist auch noch eine Fledermaus. So, und das ist schon die letzte Seite. Da habe ich einfach so eine Ecke gemacht mit dem Rest. Und habe hier nochmal zwei Särge, die da drin stecken. Und das ist meine Rückseite. Und das war mein erstes Halloween-Album für 2018. Wie gesagt, ich habe noch mehr geplant. Und hoffe, dass es auch noch rechtzeitig vor Halloween online kommt und ich es rechtzeitig schaffe, damit ihr auch noch die Möglichkeit habt, es dann für Halloween zu machen. Denn wenn Halloween vorbei ist, dann braucht es kein Mensch mehr. Und ich hoffe, das gefällt euch. Würde mich sehr freuen über Kommentare, über euer Feedback, was ihr meint. Weil es ist ja dieses Jahr doch ein bisschen lieblicher, als ich es sonst mache, geworden. Wie ihr die Idee findet mit dem Haus. Denn wie gesagt, ich habe die meisten Häuser... Alben habe ich gesehen mit einer Ringbindung oder in die Löcher, wo man normalerweise diese Binderinge reinmacht, hatten die Bänder oder irgendwas gezogen. Und wie ich das hier gelöst habe mit meinem ganz normalen 1 cm Buchrücken, ob ihr das gut findet, wie euch das Teil insgesamt gefällt oder was ihr zu dem Papier sagt. Also ich freue mich immer sehr über Feedback, auch über Verbesserungsvorschläge oder über Kritik, gerne in die Kommentare. Und wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid, dann freue ich mich. Und bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut. Tschüss.